Oh, ich glaube, mein Kaffee wird sogar noch fertig, bevor wir anfangen. Ich habe jetzt, während ich auf der Suche nach der William Shatner-Folge war bei Nerdist, mir noch ganz viele andere Folgen Ja, runtergeladen. ich bestimmt auch 15 verschiedene, als ich auf der Suche Ja. nach der ersten Dings-Folge war. Patrick Stewart, unter anderem eben die William Shatner-Folge. Kann er Sean wieder Bean, da? Habe ich auch. Morgan Freeman. Habe ich auch. Dem Nerdist, höre warte. ich ja alleine immer schon gerne zu, weil er so eine tolle Stimme hat. Morgan Oh Freeman, ja. 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 Also ich habe auch ein paar. Wir können ja gegenseitig. Ich habe noch Jim Oscar Jeffries. Isaac, den hast du ja schon Den gehört. Oscar Isaac habe ich schon gehört, ja. Mark Hamill. Ja, habe ich schon auch schon gehört. Michael Emerson. Habe ich schon gehört. Vince Gilligan. Kenne ich nicht. Das ist der, der Breaking Bad gemacht hat. Ah, genau. Katie Sackhoff. Habe ich auch in der Liste. Arnold Schwarzenegger. Nee, den habe ich nicht genommen. Der wegen der Stimme allein. Kevin Bacon. Habe ich nicht gefunden, habe ich nicht gesehen. Sonst hätte ich den auch in die Liste gepackt, glaube ich. Michael Dorn. Nein, den habe ich nicht genommen. LeVar Burton. Habe ich auch nicht genommen. Aaron Paul. Habe ich auch nicht genommen. Brent Spiner. Will Wheaton. Habe ich auch. Bob Odenkirk. Nathan Fillion. Den habe ich gar nicht gesehen. Der war auch schon von 2011. Ja. Wen hast du davor gesagt? Habe ich vergessen. Okay. Weird Al Yankovic. Nee, den habe ich auch nicht genommen. Ich glaube, der ist mir zu anstrengend. Der ist gut. Ron Perlman, habe ich den schon gesagt? Weiß ich nicht, aber den kenne ich nicht. Doch, das ist der Mann, der aussieht wie ein Affe, Mann. Der komische Mönch aus Name der Rose. Ah, der Ratten frisst. Der Ketzer, Der oder? Ketzer. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was er macht. Ich weiß nur, dass er damit gemacht hat. Ja. Ist der Jan schon da? Ja. Ich habe Das noch stimmt. Dominic Monaghan. Sean Bean. Habe ich den schon gesagt? Ja, ganz am Anfang. Habe ich gesagt, habe ich auch. Was macht der Benedict da? Cumberbatch. Habe ich auch. Wir gucken gerade, welche. Ups, was war das? Wir gucken gerade, welche Nerdist-Interviews mit Schauspielern wir noch runtergeladen haben. George R.R. Martin Den habe ich ist nicht aber kein gefunden. Schauspieler. Ja, sind ja nicht nur Schauspieler. Damon Lindelof. Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe auch dann irgendwo aufgehört, weiterzugucken. Ja, wie gesagt, das ist alles Als es mir zu 2011. viel wurde. Weil Patrick Stewart habe ich erst am 6. September 2011 gefunden, den ersten. Ja. Deswegen bin ich so weit zurück. Ich habe, glaube ich, bei Michael Emerson aufgehört. Den habe ich gestern ja gehört. Der war nicht schlecht. Den hat man sofort an der Stimme erkannt. Komisch. Aber es ist wirklich witzig bei William Shatner, dass er die ganze Zeit Block sagt. Ja, aber sie reden ja dann auch drüber, was der Unterschied ist zwischen Block und Twitter. Ja, aber danach Sagt immer noch sagen Block. sie ja so, Ja. Twitter sind ja so Microblogs und Genau. so. Und ich finde es aber total spannend, hier jetzt in so einem Blog zu Gast zu sein. Aber wie der abgeht, oder? Der ist Ja. total euphorisch und mein Gott. Und überhaupt nicht arrogant, sonst hat er immer so eine. Ich weiß halt nie, ob der Ob der manchmal. spielt, ja. Ja, der ist manchmal so total ein Arschloch und ich weiß nie, ob der gerade Spaß macht oder ob der so ist. Und scheinbar ist er nicht so. Oder jetzt hat er gespielt. Ja. Dann einmal tief durchatmen. Gruselig. Hallo beim Zahlensender heute mit dem Mario. Hallo, meine lieben Zahlensender-Freunde. Und der Phil ist auch dabei. Tach und der Jan. Jo, hi. Jo, hi. Hi, Tim. Hi, hi. Toyota Kawasaki. Bis zum Morgengrauen. Nein, bis zum Sonnenuntergang oder Sundown. Bei Sonnenuntergang. Twilight, Echt? was? Bei Sonnenuntergang? Stimmt. Mhm. Ich habe irgendwie tatsächlich, die haben doch in Switch immer diese Vampirfilme verarscht und da hatten sie immer bis zum Morgengrauen und da musste ich immer dran denken. Genau, bei Sonnenuntergang heißt die Folge. Bis zum Abendbrot. Genau. Auf zum Atem. Ja.
Achso, ich dachte, wir sagen jetzt mal irgendwelche willkürlichen Sätze vor uns hin. Nee, nee, ich bin nur gerade raus. Drehbuch. Nee, das kannst du dann wieder machen, wenn wir über die Folge sprechen. Drehbuch, Paul Sybowski und Graham Rowland. Habe ich noch nie vorgelesen, diesen Namen, glaube ich. An diesen Sydzewski erinnere ich mich, dass ich den schon mehrmals nicht vorgelesen habe. Regie Bobby Roth. Das ist der Bruder von diesem Eli Roth. Das kann ich dir nicht sagen. Wer wird mit OTH geschrieben? Der andere auch. Okay. Wer ist denn Eli Roth? Der macht doch so Horror. Ja, so Slasher-Zeug. Und ich glaube, der hat sogar in dem Film mitgespielt mit den Nazis. Indiana den Jones Film 3. Mit den Nazis. Indiana Pete. Jones 1. Du meinst Inglourious Basterds. Ja, genau, der war's. Mhm. Indiana Jones. Nein, der war, glaube ich, nicht dabei. Nein. Es kommt ein neuer Indiana Jones, übrigens. Mhm. Ja. Mhm. Ach, jetzt kommt schon wieder diese Fan-Diskussion, also bitte. Was? Fan-Diskussion? Was? Ja, Teil 4 war scheiße und Teil 5 wird jetzt auch scheiße. Nö, hab ich überhaupt gar nichts gesagt. Immer wenn ich denke, Teil 4 war scheiße, schaue ich mir das Just Do It Video an und dann denke ich mir wieder, ist alles gut. Shia LaBeouf finde ich auch total cool. Ja, das ist ein witziger Kerl, aber der Film war trotzdem nicht gut. Also ich fand den aber nicht scheiße. Ich fand den nicht scheiße. Aber ich fand den... Ja, aber Tim... Was? Ich guck gerade zu Phil rüber. Ja, nein, nee, ja, lass Tim uns einfach Phil stumm mit den Augen rollen und. Ja. Ich habe das Gefühl, das trifft Tim immer innerlich. Was? Ich bin gerade überlegen wegen dem Film. Also, den haben ja so viele enttäuscht, weil das jetzt um Aliens ging. Das ist ja völliger Unsinn, dass es jetzt schlimm wäre, dass es jetzt um Aliens ging. Das war vorher genauso ein weit hergeholter Quatsch. Eben. Also für mich hat eine Szene den Film verdorben und das ist, wenn Shia LaBeouf eine Liane durch den Dschungel schwingt. Ja, aber deswegen war doch der Film nicht scheiße, wegen diesen 3 Sekunden. Das hat es mir ein bisschen verdorben, muss ich sagen. Okay. Ja, also ich fand den auch schlechter als zum Beispiel den dritten und den ersten. Vielleicht auch als den zweiten. Aber ich fand den zweiten jetzt auch schon immer nicht so den... Das habe ich nie verstanden, den ganzen Hate, den der Tempel des Todes abgekriegt hat. Ja, finde ich, ist aber für mich auch der schwächste von den drei das Indiana Jones Filmen. Den absoluten Hate, ich meine nur wegen der blonden Frau, die... Nee, obwohl das... Nein, das ist trotzdem ja kein schlechter Film. Ich gucke mir den trotzdem gerne an, aber ich finde halt 1 und 3 besser. Finde ich auch. Ja, und ich finde halt, ne... Der zweite auch wenn die keinen Affenhirn auf Eis haben. Kalima! Und Affenhirn auf Eis, das findet man seitdem in jedem guten Restaurant. Seitdem. Ja. Okay. Das gab doch auch mal einen James Bond Film, da hatten sie irgendwie Schafsaugen gegessen oder so. Ach, egal. Lost. In welchem denn? Es gibt so viele. In Octopussy natürlich, weil der spielt ja in Indien. Ich habe nur so gefragt, ich kenne keinen einzigen Film. Nein, Fireball spielt in der Karibik. War das nicht der Mann mit der goldenen Kanone? Nein, der Mann mit dem goldenen Colt spielt natürlich in China. War das nicht Goldfinger? Du hast überhaupt keinen Plan, oder? Goldfinger spielt in der Schweiz, in England und in den USA. War das nicht? Wie heißt denn noch der mit der San Andreas-Störung? Ja, wo wird der wohl spielen, hä? Mit der San Andreas-Störung. Der spielt in Paris. Ja, stimmt. Der spielt auch in Paris, hast du recht. Ja. Und den Weltmeister hat jetzt Pussy Galore mitgespielt? Nein, Goldfinger. War es nicht im Auftrag ihrer Majestät? Nee, View to a Kill. Im Angesicht des Todes. Von Duran Duran, A View to a Kill. Nee. Das war Tina Turner. Nee, das ist GoldenEye. Oh, bei James Bond darf man echt nicht mit dir rummachen. Nee, darf man nicht. Das ist wie James Bond und Star Trek. Man kann es ja mal versuchen. Du erstrahlst gerade in völlig, sollen wir mal einen James Bond Marathon machen? Ja. Mit Chunk und allen James Bond Filmen. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht. Da sind wir nach dem zweiten Tod. Dann mit Chunk und allen James Bond Filmen von wer ist dein Lieblingsbond? Roger Moore. Oh. Ja, dann alle Roger Moore-Filme und Chunk. Abgemacht?
Das wissen aber die meisten, das sind die meisten, das schaffen wir auch nicht. Doch, doch. Ja gut, so wie wir das hier durchhaben. Oh Gott. Oh Gott. Für alle zur Info, es ist gerade Montagmorgen. Hä? Ja, genau. Nein, ach. Für die Zuhörer meinte ich. Ach, ja. Ist ja auch egal. Jetzt haben wir schon so lange geredet. Eigentlich wollte ich von euch wissen, was... Hat nichts gesagt. Was hab, ja. Ich kann das ja alles wegschneiden. Nee. Mache ich auch nicht. ich wollte eigentlich die Frage stellen, weil wir uns ja jetzt dem Ende nähern. Welche Lost-Fragen sind denn jetzt aus eurer Sicht noch offen und ganz wichtig, damit sie beantwortet werden? Weil dann könnten wir nochmal Einfluss nehmen, ob das vielleicht noch passiert. Warum sich das ganze Theater um die Insel überhaupt? Ja, warum sind die also Leute das, was überhaupt Jan da? Fragt. Das hat ja doch, die Frage ist ja gar nicht von dir, die ist ja von Man in Black. Ja. Die ist nicht zulässig. Wieso denn nicht? Das ist die einzig wichtige Frage. Okay, also lohnt sich das ganze Theater um die Insel? Also das ist im Prinzip die gleiche Frage wie, wenn man jetzt aufhört, alle 108 Minuten die Taste zu drücken, passiert dann was oder passiert dann nichts? Ja, genau. Okay. Geht die Welt unter, wenn der Mann in Schwarz die Insel aber die ist ja beantwortet, verlässt. Die Frage. Ja, ja, aber das hier ist ja, ja die parallele Situation. Ja. Nein, also meine Frage ist wirklich, warum sind, was machen die da? Warum sind die auf der Insel? Wer? Ja, ich könnte jetzt sagen die Losties, aber ich definiere es mal auf die 108, beziehungsweise auf die 6 Zahlen Leute. Okay, aber... Auf die Kandidaten, wie Phil sagt. Danke, Phil. Keine Ursache. Wenn ich dir jetzt sage, wir wissen ja, warum die auf der Insel sind, weil Jacob sie eben dazu gebracht hat, da hinzukommen, dann sagst du mir bestimmt, du meinst was anderes, oder? Nö, ich sage das nicht. Nein, er fragt im Prinzip das Gleiche, das Gleiche wie ich auch. Okay. Das ist eine Antwort wie keine Antwort. Also deine Frage ist, warum braucht Jacob die Kandidaten? Also du fragst im Prinzip das Gleiche wie Phil auch, oder? Ja, ich bin damit nicht zufrieden. Okay. Sonst noch was? Es gibt nämlich ganz viele Leute, die sagen, es ist ja gar nichts erklärt am Ende und es ist alles noch offen. Und wenn ihr jetzt gar keine Fragen mehr habt. Was ist mit Vault? Was ist die Insel? Warum ist sie da? Was machen die zwei bösen Jungs da, diese Götter da? Was hat die Dharma-Initiative da ursprünglich erforscht? Ja. Wer sind die anderen ursprünglich? Was liefern sich der Blackman und Jacob für ein Spiel seit Jahrtausenden Jahren? Woher kommen die Leute mit 4 Zehen? Wie ist das Schiff mitten auf die Insel gelangt? Warum musste Ernst so früh sterben? wird Claire nochmal Mutter werden? Okay, also die Hälfte deiner Fragen würde ich einfach mal als Müll zurückweisen. Wieso? Welche meiner Fragen würdest du als Müll zurückweisen? Wird Claire nochmal Mutter werden? Wieso? Ist das etwas schon beantwortet? Okay, die rausgenommen und die mit Ernst auch. Okay, die mit Ernst auch. Und die andere, eine war beantwortet. Was machen die da? Nee, irgendwas war doch da. Was die Dharma-Initiative genau, gemacht genau. hat. Das wurde ja schon beantwortet. Geklärt. Alle möglichen Versuche, weil die Insel so speziell ist. Genau. Und wie sind sie auf die Insel gekommen? Das sind Details. Ja. Die wurde halt entdeckt. Mal... Aber anscheinend werden die ja immer nur entdeckt, wenn Jacob oder der andere das wollen. Nein, das ist ja heute. Das war früher ja vielleicht anders. Ja, aber damals, als die Black Pearl da vor den Gefilden schipperte, hat der andere ja auch schon gesagt, hey, Jacob, hast die wieder rangeholt. Und er meint, ja, ja, ich habe Langeweile. Das weiß ja gar nicht, ob das die Black Pearl ist. Ja, das ist das. Wir haben doch Johnny Depp noch gar nicht gesehen. Ja, Black Rock oder wie der Teil auch heißt. Ah, jetzt habe ich es erst. Okay. Und das war ja auch eine Frage. Arsch. Gut, also wie kommt die auf die Insel? Und ja, wir wissen ja, wie sie mitten auf die Insel gekommen war. Die Insel ist halt direkt unter dem Boot mal wieder aufgetaucht, als sie sich relocated hat. Nee, war es nicht ein krasser Sturm? Weiß nicht. Wurscht. Aber ich würde sagen, also ne, wenn man drüber nachdenkt, fallen einem viele Sachen auf, die nicht wirklich parat sind, wo man eine eindeutige Antwort hat. Ja, aber bei den meisten ist es gar nicht so schlimm eigentlich. Nee, schlimm nicht, aber hier gibt es auf jeden Fall. Und wenn das der allgemeine Tenor ist, ich meine, es gibt im Internet ja immer sich hochschaukelnden Circle-Jerk-Tenor, der
nicht auf Fakten beruht, aber ich würde das auch nicht von der Hand weisen, dass es ein bisschen so ist, dass es in Lost viele selbstgeschaffene Probleme gibt. Warum fragt denn keiner? Ja, warum fragt denn keiner, was das Monster ist? Naja, aber wir wissen ja, dass das Monster der Typ ist. Und da die Frage habe ich ja auch schon gestellt. Wer sind die beiden? Okay. Ist der Typ das Monster oder ist das Monster der Typ? Naja, das ist beides das Gleiche. Okay. Und warum ist er Monster? Da kriegt man in dieser Folge ja eine unbefriedigende Antwort drauf. Ja, und warum ist Jacob kein weißes Rauchmonster? Ja, ist er vielleicht, aber wie die Jedi nutzt er das nicht. Ach so. Und die Ausgeburt des Bösen nutzt halt diese Stärke. Diese verführerische Stärke. Na gut. Dann zur Folge. Vielleicht wird ja noch ein bisschen was erklärt. Und nicht in der Folge. Gut, zumindest werden wir in der Folge, wird auf jeden Fall schon mal klar, dass wir wahrscheinlich Said hinterher dann in der Höhle und vom Leuchtturm streichen können. Synchronisiert. Ja, irgendwie. Ja, das ist eine Said-Folge. Ja, und ich glaube, diesmal kann guten Gewissens Phil einfach die Flashbacks machen, weil ich werde ihm auch nicht dazwischen reden. Echt? Okay, alternative Zeitlinie. wie heißt sie denn, die Flamme von Said? Nadja. Nadja ist hier verheiratet mit Saids Bruder. Das ist schon wirklich sein Bruder, oder? Nicht so Kumpel, Kamerad, zu dem ich die ganze Zeit Bruder sage. Das ist sein Bruder, ja. Ja. Das zählt jetzt aber nicht als dazwischen geredet. Ja, ich habe ja gefragt. Das war übrigens, ja, wir kennen seinen Bruder schon aus dem Irak. Das war dazwischen geredet. Woher kennen wir ihn? Aus dem Irak, da gab es irgendwann mal diese Rückblende, wo der eine das Huhn nicht töten wollte und Said hat es dann gemacht. Ach so, klar, genau. Selbe Geschichte im Prinzip wieder. Der Weichei-Bruder traut sich nicht, hier seine Aufgabe ordentlich zu erledigen. Der hat sich nämlich von Kimi Geld geliehen, weil ihm das irgendwie schlauer erschien, als zur Bank zu gehen. Und Kimi erpresst ihn dann komischerweise nach immer mehr Geld. Und Said muss die Situation bereinigen, wie mit dem Huhn auch. Und das macht er, indem er Kimi und seine Spießgesellen umbringt. Und dann findet er noch Jin, der ihn nicht versteht, weil er kein Englisch gelernt hat in dieser Zeitlinie. Nichts verstehen. Schleife drum, fertig. Ach komm, Tim, du hältst dich gerade zurück. Wir wissen, dass du was sagen willst. Ich hatte bei auch ein bisschen überrascht, dass Kimi vom Marine zum Unterwelt. Ja, aber ich fand es ganz nett, weil ich mag den Schauspieler irgendwie. Ja? Ja, also für die Rollen ja, weil er bringt in mir immer die Weißglut zum Vorschein. Ja, der macht das echt gut. Ich hatte voll den Eindruck, dass er kam mir voll wie Christopher Walken vor. So wie der ein bisschen schon, ja. Die Mimik hatte hier. Und er war ja auch nicht so hammerhart drauf, ne, wie später da, also wie auf der Insel. Weil Said die Knarre hat, ist er ja, oh, we can talk about this, es ist alles okay. Ja. Ist halt anders. Der Insel Kimi Räikkönen, der hätte ein bisschen mehr, ja, Senf auf dem Pfeffer gehabt. Das gibt so nicht, das Sprichwort, ne? Jetzt schon. Tinte auf dem Füller, Senf auf dem Pfeffer. Ich suche die ganze Zeit noch was, Dinge, die man unbedingt erwähnen müsste. Ja, ich finde keine. Aber ich find, dass ja, Nadjas Kinder den Onkel anscheinend lieber haben als ihren eigenen Vater. Ja, immer so. Der immer noch die ganze Zeit ein Foto von ihr mit sich rumträgt. Ja, da, alles bla. Guck mal, Mama, er hat ein Bild von dir. Sie ist überhaupt nicht komisch, Mama. Er hat ein Bild von dir. Schau mal. Genau das muss ich jetzt herzeigen. Ja. Ich fand das nur dämlich, deswegen. Vor allem schlecht erzogene Kinder, die einfach ungefragt in den Sachen von jemand anderem rumwühlen. Nein, er hat ja gesagt, die Geschenke sind in meiner Tasche. Ja, die Geschenke. Da haben sie Geschenke gefunden und noch alle anderen Sachen. Das Foto war 9 mm. Und schon gibt es wieder einen Waffentoten in den USA. Stell dir mal vor, das wäre Locks Tasche gewesen. Ein Messer. Und noch ein Messer.
Meine Mama, wir sind Artisten. Ja, also long story short. Nee, long story short. Long story long. Schwarziger Englisch gesprochen. Said behauptet, er ist nicht mehr so wie früher. Und am Ende killt er doch alle. Ja, also ich glaube, es ist irgendwie bekannt vor, als hätten wir sowas schon mal gesehen. Aber es ist ein bisschen beleuchtet, dass die ganze Schicksal gegen Wahl-Sache. Weil Said sagt, ich bin nicht so böse, und das sagt er überall, und im Flashback sagt dein Bruder auch, wir wissen, was du bist, ne? Der sagt, nein, ich bin so nicht, ich hab das, ich wurde immer genötigt und ich bin eigentlich ein echt cooler Knorke-Typ, und ja, man sieht, dass es nicht ganz stimmt. Er kann sich nicht dagegen wehren. Er hat voll Spaß daran, Leute zu killen. Oder er macht einfach das, wo er gut drin ist. Genau, also Schicksal hätte ich da jetzt auch eher weniger gesehen. Naja, ich weiß nicht. Es ist halt dieses Nature versus Nurture. Ne? Entweder es ist dir angeboren oder es, die, es wird dir anerzogen. Aber das ist ja auch das Kernstück auf der Insel. Ne? Er wird als böse klassifiziert, sagt aber, wo wollt ihr wissen, dass ich böse bin? Ich bin immer noch gut und ich bin mein eigener Herr. Ich kann selber entscheiden, was gut und böse ist. Also es gibt nicht das vorbestimmte Gut und Böse, sagt er. Aber wie sich nachher herausstellt, wehrt er sich ja, oder ich weiß nicht, ob er sich dagegen versucht zu wehren, aber er wird nachher trotzdem ja zum Bösen. Und ne, also diese Phase, die er da durchmacht, finde ich so diese Hayden Christensen Episode 3 Sache. Mhm. Ne, von ich will alle retten zu, in meinen Augen sind die Jedi das Böse. Puff. Ja, das war ein bisschen schnell da. Kennt jemand Faust von Goethe? Nee, was? Ja. Ich nämlich nicht. Und ich habe aber gelesen, dass... Kennst du die Faust von mir? Kennst du Dr. Faust? Das ist... Ja, nee. Klitschkos Boxername. Also kennt niemand Goethes Faust. Doch, kennst natürlich. Du Klitschkos Faust? Das haben wir in der Schule gelesen. Ja, ich nämlich nicht. Und ich habe aber gelesen, dass im Prinzip die Rahmenhandlung hier in dieser Folge ähnlich sein soll. Da gibt es ja den Faust und den Mephistopheles, richtig? Mephisto. Und für seine Freunde. Für seine Freunde, okay. Und der ist ja sowas wie der Teufel, glaube ich. Und hier wird ja auch angedacht, dass der Man in Black sowas ist wie der Teufel. Und so habe ich zumindest jetzt gelesen. Die Story von Faust ist, dass sein Untergang eigentlich schon vorbestimmt ist und dass er da nichts gegen tun kann. Und so ein bisschen ist das in der Folge hier auch so. Ja, und er bekommt ja auch immer die Einflüsterungen von Mephisto, die dann hier von Mr. Black sind. Aber es ist alles, ne? Also Said wird auch die ganze Zeit instrumentalisiert auf der Insel, außerhalb der Insel. Und ich glaube, das wird er eben, weil er gut darin ist. Ja, aber der Said auf der Insel und der Said in der alternativen Zeitlinie sind ja zwei völlig unterschiedliche. Also der auf der Insel, der ist ja gar nicht mehr der normale Said, weil der ist ja im vergifteten Tümpel. Angeblich. Und das heißt ja, also ich schätze, dass jeder Mensch, wird ja, das sagt Dogen ja auch nachher, jeder Mensch hat diesen einen Kern in sich und die Waage, also deren Folterinstrument, zeigt einfach, ob der Mensch an sich, ich denke halt, dass Dogen auch sagen würde, jeder Mensch trägt beides in sich, aber ob er halt zum Guten ausschlägt oder zum Bösen. Und es mag ja sein, dass diese Wiedererweckung Saids zum Bösen gemacht hat. Also, ja. Die Waage zum Bösen hat ausschlagen lassen. Ja. Aber irgendwie, finde ich, sind die sich dennoch sehr ähnlich in ihren Aktionen. Nee, weil der in der alternativen Zeitlinie, der weiß, was er da tut und er reflektiert das und denkt sich, das ist jetzt aber doof, dass ich das tun muss, aber ich muss es halt machen, weil Nadja... Und der hier, der macht halt noch ein bisschen Theater, so nach außen, aber der ist durch, der ist völlig durch. Da stimme ich mit dir überein, dass er völlig durch ist, aber ne, also ob er Kimi hätte töten müssen, ja oder nein, ist
Ja, natürlich. Was denn? Glaubst du etwa, das ist die Wahrheit? Ja, natürlich werde ich von deinem Bruder ja kein Geld mehr. Das ist alles in Ordnung. Flieg du mal wieder nach Kanada, dann werde ich dem bestimmt nichts tun. Und auch nicht deinen süßen Neffen, Nichten. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Ich wäre nicht gut darin, mit Gangstern zu verhandeln. Weil ich will ja auch niemanden töten. Gut, dass du das erkannt hast, Jan. Sehr gut. Also ich bin ja jetzt noch nicht so dafür, dass der völlig durch ist auf der Insel. Aber da müssen wir jetzt erstmal zu dem Punkt kommen, bevor ich den jetzt schon erzähle. Ja. Ist ja wieder ein Doppelagent. Ja, genau. Ja, bis ich mein, zu einem bestimmten Punkt fand ich noch nicht, dass er schon völlig durch ist. Ich habe ja die alternative Zeitlinie übernommen. Du kannst ja jetzt kurz die Insel zusammenfassen. Dann fasse ich jetzt kurz die Insel zusammen. Es ist auch wirklich wenig, weil es gibt tatsächlich eigentlich nur einen Handlungsstrang und der geht um Said. Nein. Ja, aber in der letzten Folge war das anders. Da hatten wir mehrere. Said konfrontiert Dogen am Anfang der Folge, denn er hat ja beim letzten Mal, wie wir schon gesagt haben, mit Jack gesprochen und Jack hat ihm erzählt, dass Gift in der Pille war. Und aus dieser Konfrontation kommt genau das raus, was Jan gerade schon erzählt hat mit der Waage. Und dann gibt es einen Kampf zwischen den beiden und Dogen dominiert den Kampf und will gerade, glaube ich, auch Said töten, als Dogens Baseball vom Tisch fällt. Und das lässt ihn davon ab. Das heißt, er tötet Said nicht, er schickt ihn dann in die Verbannung. Ich fand den Kampf cool. Wollte ich nur mal sagen. Ja, ganz okay. Ja. Jetzt gibt es doch noch eine andere Szene, nämlich außerhalb des Tempels reden Locke und Claire, glaube ich, noch kurz. Müssen sie, weil sonst käme nämlich Claire nicht zum Tempel. Locke schickt Claire zum Tempel, um die Nachricht zu überbringen, dass Jacob tot ist und das, was Locke die ganze Zeit schon macht. Er rennt rum und sagt, ihr müsst nicht mehr unter Jacobs Fuchtel stehen, weil er ist nämlich weg. Mhm. Und sie will das erst nicht machen. Er erklärt ja dann aber, dass er das nicht kann. Er kann da halt nicht rein. Und dann macht sie es eben doch und er soll ihr, glaube ich, noch versprechen, dass er ihr Aaron wiederbringt. Und da weicht er nur so ein bisschen aus. Ich bin immer verwirrt. Warum kann er nicht rein? Wegen der Asche. Aber das muss sie doch nur ein bisschen wegwischen. Dann ist ein Loch, oder? Das hat mich nämlich irritiert. Hör dir nicht zu. Aber warum kann er später rein? Das erklären weil dann sich Dogen tot später. Ist. Genau. Okay, also offensichtlich Dogen ist da drin, der Dogen gibt der Asche die Magie. Genau. Okay. Ah. Gut, noch eine Frage, die geklärt werden muss. Gut. Endlich mal was Sinn macht. Gut, sie kommt dann auch zum Tempel und überbringt die Nachricht und die anderen haben Zeit bis zum Sonnenuntergang, deswegen heißt die Folge eben auch so, den Tempel zu verlassen und danach oder zu sterben. Ja, und Dogen wirft sie dann ins Loch. weil Dogen sagt, ich bin heute bescheuert, ich gehe doch da nicht raus, weiß ich doch, dass er mich dann sofort tötet. Genau, weil Claire sagt noch, Dogen soll rauskommen, der Jacobs Feind will mit Dogen reden. Ja, und dann sagt er, nö, ich bin doch nicht dumm. Und dann schlägt ihm vor, dann schick halt jemand anderen. Genau, und da hat er eine Idee. Ist doch nicht so wichtig. Ja, dann findet er nämlich ein Messer. Unterm Blumentopf. Genau, also ist nicht so, dass er es zufällig findet, sondern er holt das. Wie er noch die Kiste putzt. Ja, das ist so richtig japanisch, wie er die Kiste da rausholt und sie öffnet. Und ja, man kann halt auch aus allem ein Ritual machen. Ja. Ich hab grad ganz rituell gekackt. Dieses Messer gibt der Said und fordert ihn auf, geh raus, da findest du jemanden, den du schon kennst, so sagt er das, glaube ich, von dem du aber nicht erwarten würdest, dass er da ist. Lass ihn nicht reden, sondern ramm ihm direkt das Messer in den Bauch. Das ist so ein bisschen wie Saruman, den darf man auch nicht reden lassen. Und ja. Said macht das dann auch. Ja, mit mittelmäßigem Erfolg. Genau. Ja, er beschädigt immerhin das Hemd. Und das ist die Stelle, bevor er das tut, wo ich sage, das ist halt noch nicht alles verloren, weil er hat sich ja jetzt dafür entschieden, doch wieder noch
diese Chance hier zu nutzen, die er ihm gibt, obwohl er eigentlich hätte wissen müssen, dass Dogen ihn ja vorher schon töten wollte. Und damit kriegt ihn ja hinterher dann auch der Man in Black. Genau. Okay, dann ist er halt ab jetzt durch. Genau, dann ist er ab dann, wenn er ihn reden lässt, ist er durch. Und ich würde sagen, er ist komplett durch ab dem Moment, wo er John Lennon tötet. Das ist ja ganz am Ende. Aber ja, aber es sollte ein Witz sein, ist schon okay. Okay. Wer weiß, vielleicht hat er es in der alternativen Zeitlinie gemacht. Vielleicht. Töte John Lennon. Töte John. Achso. Genau, also die Szene ist ein bisschen unfreiwillig witzig, wo er Locke versucht zu töten. Er sieht ihn, steckt ihm das Messer in die Brust und Locke guckt ihn einfach an und macht wieder irgendwie so einen Spruch wie unhöflich oder sowas. Warum hast du das denn jetzt gemacht? Genau. Ohne Hallo zu sagen. Noch bevor du Hallo sagst. Genau. Sag mal Hallo und dann tu's. Und dann sagt er ihm eben, Dogen wusste ganz genau, dass du mich nicht töten kannst. Und Dogen hat ihm ja auch schon gesagt, dass der Man in Black, also Locke, sowas ist wie der Teufel. Oder die Reinkarnation, nee, wie sagt man, egal. Nein, nicht die Reinkarnation, die Verkörperung. Die Verkörperung. Genau. Ja, genau. Verkörperung, finde ich, ist ein schöneres Wort. Ja, und darauf sagt Locke eben, der wusste ganz genau, dass du mich nicht töten kannst. Und der hat dich nämlich nur hier hingeschickt, damit ich dich töte. Denk doch mal nach, der hat dich doch bestimmt schon mal versucht zu töten, oder? Und dann denkt Said nach und dann denkt, oh, scheiße. Und ja, somit hat Locke einen neuen Verbündeten gewonnen. Er verspricht ihm ja auch noch Nadja. Stimmt. Das, was er unbedingt haben will, genau. So wie er Claire ihren Sohn versprochen hat. Ja. Und dann geht Said wieder zurück. Und macht sozusagen den Weg frei für Locke, indem er erstmal mit Dogen noch redet. Dogen sitzt am Tümpel und guckt rein und wartet auf den Sonnenuntergang, weil er wird nicht den Tempel verlassen, aber einige von den anderen gehen schon raus, als Said reinkommt. Auch zum Beispiel Cindy und die Kinder. Und dann erzählt ihm Dogen noch die Geschichte, wie er hierher gekommen ist, nämlich er war eigentlich früher mal ein Geschäftsmann und er ist befördert worden und hat gefeiert und hat zu viel getrunken und hat dann seinen Sohn abgeholt, der immer beim Baseballtraining war und hat einen Autounfall gehabt. Und er war wohl nicht so schwer verletzt, aber sein Sohn, weiß ich jetzt nicht, ob er tot war oder so knapp vor dem Tod. Wahrscheinlich war er nicht tot, weil dann kann ja Jacob wohl auch nichts mehr machen. Und dann ist ihm Jacob eben erschienen und hat gesagt, hier machen wir einen Deal. Du kommst auf die Insel, wirst deinen Sohn nie wiedersehen, aber er wird leben. Ja, und nach dieser Geschichte. Ja, und der Baseball ist sein Andenken an seinen Sohn. Genau, ja. Und nach dieser Geschichte. Weil er immer Baseball gespielt hat. Und nach dieser Geschichte nimmt er nicht etwa das Messer und tötet Dogen, sondern packt ihn und springt mit ihm ins Wasser und ertränkt ihn. Nein, er wiederbelebt ihn. Und dann nimmt er das Messer um John Lennon zu töten. Das war so cool. Also traurig, aber so cool. Und dann sitzt er einfach nur noch da und starrt in die dunkle Brühe. Ja, bis Ben kommt und sagt, wir haben noch Zeit zu fliehen. Und er dreht sich um, not me. Und ja. Ben weiß irgendwie so. Ben sofort, geht dann so langsam rückwärts wieder raus. Und sagt so, ciao. Okay. Weißt du, er geht dann auch so awkward zurück. Rückwärts, ja. Ich war nie hier. Aber halt, er weiß sofort was gerade. Ne? So jemand wie Jack, der hätte gesagt, doch komm jetzt, es ist noch nicht zu spät. Aber Ben ist halt schlauer als Jack. Ja, wie kommt denn jetzt Ben überhaupt hierher? Das muss man noch erklären. Es ist dann Sonnenuntergang und offensichtlich, das sagt nämlich Lennon, war tatsächlich Dogen die Macht, die den Locke draußen gehalten hat. Und da Dogen jetzt tot ist, kann er rein. Und das macht er auch. Und da kommt jetzt der Rauch rein eben durch die Tempelgänge und durch den Tempelhof und schleudert alle, macht alle platt. Tot. Ja. Genau. Ja, nur Claire und Kate nicht. Kate ist ja auch noch da, die haben wir vergessen. Die ist nämlich wieder zurückgekommen, nachdem sie ja in der letzten Folge Jack und Hurley an dem Bach getroffen hat. Die springt in die Grube, wo Claire drin ist. Nachdem sie Claire erklärt hat, dass sie Aaron genommen hat.
Was vielleicht nicht so gut war, weil... Der Koreaner hat nicht gelogen. Genau. Weil Claire ja gesagt hat, das ist gut, sonst müsste ich sie töten. Und ich habe auch da, ne, wie Claire da in dem Loch sitzt, als Kate hinzieht. Zum ersten Mal da hinkommt und so dieses Kinderlied vor sich her summt. Ja. Da ist mir nur, also bei der Folge habe ich nur gedacht, Miles hat wieder recht. Als er sagte, still hot though. Ja. Ja. Was ich noch ein bisschen seltsam fand, ist der Gesichtsausdruck von Kate, als sie dann so in dieser Grube hängt und über ihr fährt das Monster so drüber. Und da hat sie jetzt auch so den, wie, fast wie Locke früher, so als hätte sie jetzt auch ins Auge der Insel geblickt oder so. Naja, es ist schon ein bisschen erschreckend. Du siehst in dem Rauch ja noch die ganzen Leute, die mitgerissen werden. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Dank dem CGI fällt das einem nicht so auf. Waren die da wirklich drin? Ja. Ja. Krass. Sie hatte halt eher so einen Gesichtsausdruck, als wäre sie jetzt eher positiv fasziniert. Aber okay. So okay. Effizient. Jetzt hast du aber immer noch nicht gesagt, mit wem Ben eigentlich alles gekommen ist. Genau, da komme ich jetzt noch zu. Aber danke, dass du mich daran erinnerst. Denn will ja nicht, dass wir was Wichtiges auslassen. Denn in diesem ganzen Tohuwabo, während das Monster da reinkommt, ist auch irgendwo durch einen Geheimgang die Gruppe um Ilana, Lapidus, Sun und Ben reingekommen, die wir zuletzt gesehen haben, als sie Locke beerdigt haben. Wo ist denn der Dings eigentlich? Miles? Ja, nein. Miles ist doch mit dem Richard abgehauen. Der ist auf der Flucht, der ist alleine. Genau. Der ist doch auch auf dem Weg zum Tempel, oder? Nee, Richard. Der Richard ist doch irgendwie erst von Locke da in diesem Sack gefangen worden und ist dann wie ein scheues Reh durch den Tempel, durch den Dschungel gerannt und hat dann noch kurz mit Sawyer geredet. Und weiter gerannt. Ja. Vielleicht hat die Orientierung verloren und deswegen müssen die im Leuchtturm 108 machen. Ja, der kennt sich nicht so aus auf der Insel. Ist weil ja er erst ein paar hunderttausend Jahre. Wer weiß, was der Black Man mit ihm gemacht hat. Vielleicht hat er ihn geblitzt, Dings. Er hat dummerweise den Kompass gerade nicht. Den hat der Lok wiedergegeben. Der immer dahin zeigt, wo man hin möchte. Genau. Genau, also er ist nicht beim Tempel angekommen. Zum Glück für ihn. Und andererseits hätte Locke ihn ja vorher auch schon töten können und hat es dann doch nicht gemacht, wegen dem blonden Jungen. Und ja, diese Gruppe versucht jetzt aber wieder zu fliehen, weil sie gemerkt hat, ist vielleicht doch nicht so gut, zum Tempel zu gehen. Und Ben hatte sich da von denen gelöst und hat gesagt, ich hole Said ab. Und die anderen haben, glaube ich, dann Miles noch mitgenommen. Und wir sehen auch nicht, wie Ben wieder zu denen zurückkommt. Die Gruppe haut dann durch irgendwie so einen Geheimgang ab, wo Hurley auch schon vorstand vor dieser Tür. War sozial ähnlich. Ja, und dann ist es fertig. Ja, dann sieht man noch, wie nachdem, wenn es jetzt schon dunkel ist, wie alle rauskommen, also Claire, Kate, Said. Und draußen stehen dann die vor dem Sonnenuntergang den Tempel verlassen haben. Locke ist noch ein bisschen erstaunt, dass Kate dabei ist. Und dann nicken sich alle bedeutungsschwanger zu. Ja. Und dann gehen sie. Ja, und ich habe es ja schon gesagt, Said können wir jetzt streichen als Kandidat, glaube ich. Definitiv. Ja. Was denn? Muss ich auch Ja sagen, bevor es weitergeht? Ja. Du musst uns bedeutungsschwanger zunicken. Das ist eine einstimmige Entscheidung. Das ist eine militärische Entscheidung. Habe ich was vergessen? Nee. Wollt ihr noch was ergänzen? Nee. Ich muss aber was sagen. Ja? In der letzten Folge haben wir jetzt nicht mal spekuliert, wen eigentlich Jacob auf die Insel holen wollte. Das stimmt. Das könntest du ja jetzt mal machen. Jesus. Denn wir wissen, dass Jesus und der Satan sich nicht abkönnen. Wenn du mit Jesus Walt meinst, ja. Du glaubst Walt? Ich glaube Walt. Black Jesus. Das wäre ja revolutionär. Okay. Es muss jemand sein, den wir kennen. Weil wenn es jetzt nochmal ein neuer Charakter ist, dann ergibt das für mich keinen Sinn. Aber genau das würde mich auch nicht überraschen, ehrlich gesagt. Ja, aber das wäre scheiße. Aber gut, jetzt weiter zu Tim. Du hast jetzt noch was Wichtiges entdeckt auf deiner Liste? Nö, ich wollte jetzt zur Bewertung kommen. Okay. Fange ich mal an. Ich finde ja gut, dass jetzt diese Geschichte mit dem Tempel wieder um ist. Die hat mir ja
so habe ich, glaube ich, schon erzählt, das erste Mal überhaupt nicht gefallen, als ich Lost geguckt habe, dass sie jetzt diese neuen Leute einführen. Beim zweiten Mal jetzt fand ich das gar nicht so schlimm, weil auch Dogen und so fand ich eigentlich ganz cool. Aber irgendwie war diese ganze Geschichte um den Tempel jetzt doch eher ein Hindernis, als dass es jetzt irgendwie weitergeht. Also naja, da ist jetzt ein Platz, den wir nicht kannten, und Leute, die wir nicht kannten, sind jetzt halt weg. Genau. Also, ja, hat man halt keine große emotionale Verbindung zu. Ja, beim ersten Mal ging es mir sogar so, dass es mich die ganze Zeit genervt hat, alles, was mit dem Tempel zusammenhing. War jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich erhoffe mir jetzt, dass es mehr wieder um diese Charaktere geht, die man schon kennt. Ja, mal gucken, wer auf die Insel kommt. ich fand die Rückblenden überhaupt nicht gut in dieser Folge. Die haben mich gelangweilt. Ja. Im Gegensatz zur letzten, die fand ich besser. Ja, ich überlege gerade, ob ich eine 8 oder eine 15 gebe. Ich glaube, ich gebe wieder eine 15. Also ich fand die Folge jetzt nicht extrem schlechter im Gegensatz zur letzten. Es ist nur umgekehrt. Bei der letzten fand ich die Rückblenden nicht so schlecht und hier fand ich eigentlich das Ende von der Folge nicht so schlecht, weil man da ein bisschen Action hatte mit dem Monster und auch wie Said eben da so agiert hat. Das fand ich okay. Aber mehr als 15 ist es für mich nicht. Jan. Ich gebe eine 8. Und zwar also erstmal aus den gleichen Gründen wie du, und ich entscheide mich für die 8, aber weil, und das ist aber etwas, was sehr schwierig ist und nur kaum Leuten im Film und Fernsehen gelingt, ist so ein Charakterwechsel, diesen Einstellungswechsel hinzukriegen, ne? Und der Wandel von Said, fand ich, der war gekünstelt irgendwie. Also mir kam es so vor. Er hat sich irgendwie gewehrt, die haben es versucht gut zu erklären, von wegen Dogen hat ihn nur benutzt und deswegen rächt er sich an Dogen. Aber dieses Gleichgültige danach, dass er sich einfach so da reingibt und plötzlich sind die Jedi alles böse, und das ist, fand ich halt nicht so überzeugend. Ja. Locke kann das ja super, haben wir ja schon festgestellt. Auch zwischen Rückblende und Insel. In der Rückblende um Locke war er ja wieder ganz anders und Mimik. Anders schon. Also mir geht es um den Wechsel von Said. Ja, ich sag gerade, weil du sagtest, das können wenig Schauspieler oder so. Und ich wollte nur sagen, Schauspieler meine ich damit überhaupt nicht. Locke konnte das gut. Das also hängt auch mit Schauspielern zusammen, da stimme ich mit dir überein, aber ich meine eher Storys können das. Ach so. Unterschiedlich gut. Ne? Also, weil man mehr Zeit braucht. Ja, also manche Storys können das wirklich gut erzählen, so ein Wechsel, aber halt zum Beispiel in der Episode 3 oder jetzt diese Folge, fand ich beides sind so die Beispiele, die mir jetzt sofort einfallen, wo ich denke, na, das musste jetzt aber in der Zeit passieren. Also wie schnell sich der Charakter dann plötzlich da reinfügt, jetzt diese Entscheidung getroffen zu haben und von Hadern zu völliger apathischen Bosheit transformiert ist. Also nur 8. Phil? Ja, auch eine 8. Das, was ihr beide gesagt habt, im Prinzip. Mir geht es so ähnlich mit der Folge wie mit der letzten auch. Also es gab nur ganz wenige Momente, die ich irgendwie unterhaltsam fand. Dazu gehört auf jeden Fall die Action-Szenen, aber ansonsten hat mir der Rest irgendwie echt nicht viel gegeben. Ja. Und Mario? Ja, dann bin ich heute wohl der Außenseiter, weil ich fand die Folge nicht gut. also ich gebe eine 23. Ui. Also ich fand die Folge eigentlich gut und unterhaltsam, und ich habe da mehr aufgepasst als in der Jack-Folge. Und ja, das, was ihr angesprochen habt, stimmt schon irgendwie. Aber ich fand es trotzdem unterhaltsam gar nicht so schlimm. Die Rückblenden fand ich ja auch ziemlich gut. Und sie hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Natürlich ist es ein bisschen unlogisch, in dieser Charakterwandel, ja, kam nicht so gut rüber halt, das meine ich. Aber ich fand es gut. Okay. Ja.
Dann letzte Worte. Wer hat denn angefangen? Ich? Immer der, der fragt. Fuck. bis zum Morgengrauen. Still hot though. die Ermordung von John Lennon. Oho. Dogens Tauchunterricht. Und mit diesen Worten sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu sehen, ja, sehen. Hören wir uns hoffentlich bald wieder zu neuen Folgen, die viel interessanter sind als die von heute. Weil sie sich um Ben dreht. Denn die nächste Folge heißt Dr. Linus. Richard kommt auch bald. Dr. Who. Endlich. Also, tschüss. Macht's gut.